Sash. Fearless of the light, Rick Moranis blew up the kid, now he doing damage. You ought to know, like my name's Atlanta. Say on me, take a seat, young Christopher Hansen. Werden natürlich gesucht, das ist ja klar. Jacob? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledige Sie! Verdammt! Scheiße! Schon wieder ein neues Basislager. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Ich glaube, da echt viel. Ich hätte auch LB und RB einfach drücken können, aber okay. So. Einzelsteinfähigkeit habe ich nicht. Das hört sich gut an, das nehmen wir nochmal. Den Ausweichkonter. Noch immer Fähigkeit frei. Zielfixierzeit, ja, komm, nehmen wir auch mal mit. Aber. Mehr EP, das finde ich gut. So, dann versuchen wir nochmal meine Waffe zu upgraden. Das ist die einzige, die wir haben. Also zum Upgraden gerade. Schussfrequenz oder Nachladegeschwindigkeit. Ich bin für die Schussfrequenz. Na gut, alles safe. Ein Steuerungsupgrade war das gerade eben, Leute. Oh, ich verstehe, was ich meine. LOL! Wir sind mitten im Gefecht drin. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Noch ein Kopftreffer. Nachladen. Den Remsen wir auch weg. Oh nein. Leute, ich bin gerade im Schießen überhaupt nicht gut. Ja, das sieht nach gleich sterben aus. Ich bin auch mit dem Zielen echt gerade übel zu Noob. So, den haben wir. Wo sind die? Wo verstecken die sich? Ich sehe nur die da oben. Alles klar, dann versuchen wir langsam zu zielen, weil die ein bisschen Blade sind. Sind schon ein bisschen dämlich. Er linst nur ab und zu. Dafür war keiner. Okay, da wäre der Kopf.
Auf Treffer. Wenn er linst, schieße ich sofort. Oh, war aber ziemlich schneller Schuss. Ja, wir sind voll im, wir sind einfach mal eiskalt in den Hinterhalt geraten. Diese Säcke, woher wussten die überhaupt, dass wir hier, yo. Ich würde mal sagen, er ist gepanzert. Jawoll! Schön in die Nüsse geschossen. Die Säcke, Mann, Leute, das wird ein bisschen hart. Den entrüsten wir jetzt einfach. So, und natürlich plündern, was das Zeug hält. Mit Objekten ablenken, ja. Na super, brauche ich jetzt aber nicht. Wir sammeln Erz ein, damit wir wieder solche Bämmchen basteln können. Ich sollte erstmal geplündert ohne Ende. Ich bin zwar nicht der Fan von den ganzen, sag ich mal jetzt, den Frontalgefechten, aber okay. Was habe ich jetzt gefunden? Eifriger Lerner. Okay. Hier sind auf jeden Fall keine Objekte zu finden, leider. So, da habe ich schon mal ein Ziel, wo ich hin muss. Was ist hier passiert? Oh. Das waren auf jeden Fall nicht wir. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit... Ich lese es vor. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für die Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln, sie erinnern mich an meinen höheren Zweck. Meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck, ich war ein Kind ohne Ahnung, von Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend voller Schmerzen, Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Naja. Wer hat diese Männer jetzt getötet? Ist es die Dame, die wir getroffen haben? Trinity ist es nicht, weil das sind ja die eigenen Männer von Trinity. Aber ich gehe mal davon aus, die für mich ein bisschen nach Lara Croft auch ähnelt. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Wir wurden schon alle... Wir nennen es mal abgeschlachtet. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Okay. Was auch immer hier ein Rangabzeichen in der Ecke macht. Was war das denn? Das Geräusch habt ihr natürlich auch gehört. Ich weiß aber nicht, woher das jetzt kam. Es war ein, ja. So aus, als wäre ein Mann außer Gefecht gesetzt worden. So hat sich das angehört für mich. Wo kam das her? Aber wer tötet diese Leute gerade? Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hey, der! Da kommt er raus! Wow, es geht gleich zur Sache. Ich hab mich hier festgeglitscht.
Ja komm, kletter doch! Ich hab Klettern gedrückt. Was passiert? Nichts. Ah, auf einmal. Hauptsache beim ersten Mal konnte ich mich schön drunter durchglitschen. Das wird jetzt schwer, Leute, das wird schwer. Das ist wie so ein Fischaugen-Effekt. Ich denke mal, das wird wieder so, das wird so ein ganz knappes Ding. Wo wir uns nicht sicher sind, schaffen wir das oder schaffen wir das jetzt nicht. Auf dem letzten Meter werden wir es, denke ich mal, schaffen. Hoffe ich mal. Oder sie wird ohnmächtig und uns bergt einer. Ich merke, die gute Lara, die kann nicht mehr so. Oh, Leute, das ist aber ganz knappes Ding wieder hier. Wir werden bombardiert ohne Ende. Komm, 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 komm. Oh, das ist aber echt heißes Eisen hier. Der lässt auch keine Ruhe, der bombardiert uns aber auch echt mit allem, was er hat. Ja, wie? Man muss A drücken. Ich habe A gedrückt. Wisst ihr, was ich liebe? So, wir sollen jetzt zu dieser Seilrutsche hinspringen. Oh, plötzlich klappt es. Dad, ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit.
Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Jake, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Ist gerade mal 10 Sekunden weg, wenn überhaupt. So, da sind wir wieder zurück. Anscheinend wieder ein neues Lager. Oh, hier gibt es lecker Wurst. Axt, alles hier drin. Da oben. Keine Ahnung, was das sein soll. Fisch auf jeden Fall nicht. Ich würde jetzt sagen Brot. Regionsübersicht. Lara Croft. Aktuelles Einsatzziel. Was ist das? Herausforderungsgrab. Dokument. Vorratsschuppen. Herausforderungsgrab. Was ist ein Tier? Was ist das denn? Totenkopf wahrscheinlich. Ja, da bin ich ja gestorben. Gehen wir mal raus. Es wird spannend, interessant. Jeder hat so seine eigenen Ansichten, warum er, sag ich mal, ja, wie will ich sagen, das Relikt haben möchte oder warum die Person es verhindern möchten, dass das Relikt in falsche Hände gerät. Ich kann Jacob verstehen, ich kann aber auch Lara verstehen. Also ich verstehe beide Seiten. Ist schwer. Da, hier haben wir das Basislager. Neues Basislager. Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. In der Tat, er weiß bestimmt mehr, als das, was er vorgibt. Bin ich mir auch ziemlich sicher.
Es bleibt auf jeden Fall spannend, ja. SS, genau. ESES. Verdoppelt's doch mal. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Natürlich. Ja, natürlich. Oh, bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. Ich mach das schon. So. Wo ist mein optionales Ziel? Kartenlegende, Herausforderung, zentrieren. Also, wie komme ich denn da hoch? Da, Höhle. Ah! Wenn ich mich eigentlich umdrehe. Da hinten ist es. Perfekt. Man kommt auf jeden Fall hin. Das heißt, die Höhle räumen wir mal eben frei. Natürlich machen wir die Aufgabe für ihn. Ist ja gar kein Problem. Nur mal diesen epischen Move. Jawohl. Boah. Die häute ich natürlich. Ich gehe mal. Ich wollte eigentlich vorschleichen. Hier werden Wölfe auftauchen. So. Ins Dunkel. Bin extra mal hier runtergegangen. Weil ich ein bisschen Muff habe, dass genau aus der Dunkelheit auf was, etwas auf mich lauert. Vielleicht gibt es gleich wieder einen kleinen Schreckmoment, wo ich super mega Lust drauf habe. Wow, wow, wow! Ich darf nur mal nicht meine Freunde zu sehen, die finden sowas mega uncool. Na, Kleiner. Ich brauche das Wolfsfell auf jeden Fall. Das waren jetzt einfach mal böse mutierte Wölfe, ja? Natürlich keine Tiere. Die hat jemand getötet schon vorher. So. Wenigstens ist nicht wie bei Red Dead Redemption, wo, da war das heute echt übel. So, da haben wir die optionale Herausforderung gemacht. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Säubern Sie die Höhle. Das haben wir getan. Wahrscheinlich ist in der Höhle weiter drin noch irgendwas anderes. Eigentlich würden wir es herausfinden. Aber ich möchte gerne auch von der Hauptmission heran. Von der Hauptmission möchte ich gerne mehr voranschreiten. Haben Sie die Höhle geräumt? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber
Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. So, wir haben die Höhle geräumt, liebe Leute. Wir befinden uns auch schon am Ende der Folge. Ich bin gespannt, wie die Hauptmission jetzt, was da jetzt passieren wird. Wir werden Jacob suchen. Wir sind hier auf dem Weg ins Tal. Bin gespannt, was da auf uns wartet. Deshalb bleibt dran. Die nächste Folge wird spannend. Das war jetzt mal eine kleine Nebenmission dabei. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für die... Sprachfehler vor der Wind, liegt an der Diätli, ist aber okay. Ich verabschiede mich mit dieser Folge. Ich sage schon mal bis zum nächsten Mal. Würde mich über einen Kommentar freuen, über eine Bewertung natürlich auch. Ich bin raus. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Sagt bis zum nächsten Mal. Macht es gut.